Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die A Chinese Ghost Story Trilogie Box. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und den Boxen halt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. A Chinese Ghost Story Trilogie Box. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier die Box zur Trilogie von A Chinese Ghost Story. 4 DVD Deluxe Edition, denn wir haben hier neben der Trilogie auch noch eine Bonus-DVD mit dabei. So sieht das aus, das Cover. Hier unten lesen wir High Definition Remastered. Die Filme sind ja schon etwas älter und wurden hier in dieser Edition remastered. Somit entsprechend etwas besseres Bild als das Original damals. Ansonsten lesen wir hier eben den Titel, A Chinese Ghost Story Trilogie, dann hier dann noch Schriftzeichen, auf der Seite in Schwarz und Gold beschriftet, hier auch nochmal und auf der Unterseite ebenso. Gut, auf der Rückseite lesen wir, was uns hier erwartet. A Chinese Ghost Story 1 bis 3. Diese drei Filme prägen den asiatischen Fantasy-Film wie keine anderen. Tsui Hark schuf mit der A Chinese Ghost Story Trilogie Meilensteine des fantastischen Hongkong-Kinos. Spektakuläre Martial-Arts-Kämpfe gepaart mit poetisch märchenhaften Bildern. Ohne diese Trilogie hätte es Filme wie Tiger and Dragon oder Hero nie gegeben. Inklusive Bonus-DVD nur in dieser Deluxe Edition. Ja, wir haben hier dann noch die Infos, was uns hier genau erwartet. Barcode unten rechts. Und ansonsten, was lesen wir noch? Ein echter Klassiker. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Lässt sich hier aufklappen. Und hier kommen wir zu den DVDs. Wie gesagt, 4 Stück an der Zahl. Box von innen weiß. Rundum hier auch noch gestaltet. Also wir haben hier die einzelnen Personen, Charaktere, die hier mitspielen im Film. Jawohl. So. Und dann schauen wir mal. Die restlichen gehen wir noch zur Seite. Wir starten natürlich mit Teil 1. Das ist dieser hier, A Chinese Ghost Story 1 aus dem Jahr 1987. Und auf der Rückseite haben wir auch hier wieder natürlich eine Inhaltsangabe, die technischen Details und so weiter und so weiter. So, ein kleines Booklet. Aber was haben wir hier? Wir haben hier eine Kapitelübersicht. Also das sind die 20 Kapitel des Films, die man hier anwählen kann auf dieser DVD. Die DVD an sich dann hier in diesem Yin-Yang-Stil. Dann haben wir die Nummer 2. Sieht sehr ähnlich aus wie die erste DVD, also von der Gestaltung her alle sehr einheitlich gehalten. Auch hier wieder ein kleiner Einleger drin. Und auch hier wieder die Kapitelübersicht. Die DVD wieder mit Yin-Yang-Optik. Dann kommen wir zu Teil 3, dem Abschluss der Trilogie. Und auch hier natürlich wieder ein kleiner Einleger und die Kapitelübersicht. Ja, alle drei DVDs hier entsprechend gestaltet. Und wir haben zusätzlich noch eine vierte DVD, die jetzt mit den Filmen an sich nichts mehr direkt zu tun hat. Und zwar lesen wir hier Film ohne Fesseln, das neue Hongkong-Kino. Also das ist hier scheinbar eine zusätzliche DVD, ein zusätzlicher Film hier mit drauf, aber wir haben hier auch dann noch exklusives Bonusmaterial zu A Chinese Ghost Story 3 in diesem Fall. Ja, so sieht das aus. Ja, ist eine Dokumentation über eben diese Hongkong-Filme. Hier ist kein Anleger drin und das ist die DVD ab 16 Jahren. Gut,
das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bonus-DVD, Film ohne Fesseln, das neue Hongkong-Kino und natürlich auch das Bonusmaterial zu Chinese Ghost Story 3. Dann der Film Nummer 3, der zweite Teil und natürlich Teil Nummer 1, also die Trilogie plus eben diese Bonus-DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box, A Chinese Ghost Story Trilogie. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr A Chinese Ghost Story unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.